Hier liegen übrigens noch die Sachen, die muss ich noch in die Wickeltasche bzw. überhaupt in eine Tasche packen. To just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal mit durch meinen Alltag als Hochschwangere. Ich bin jetzt in der 39. Schwangerschaftswoche, habe noch zwei Kinder, wer das jetzt nicht weiß. Und ja, nehme euch ein bisschen mit, sodass ihr mal seht, was ich so den ganzen lieben langen Tag mache. Jetzt ist allerdings Wochenende, da sieht es ein bisschen anders aus. Die Kinder sind jetzt unten im Garten mit Papa. Ich bin jetzt hier nach oben, weil ich noch ein bisschen was machen werde. Mein Freund hat sich auch angeboten, das jetzt alles für mich zu machen. Ich habe jetzt aber gesagt, ich mache das, damit das schneller geht. Ansonsten wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, wo alles hinkommt. Genau, und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und los geht's. Als erstes werde ich jetzt mal das Bett abziehen. Hier steht übrigens schon meine Kliniktasche bereit. Dazu gibt es oder habe ich ein extra Video abgedreht. Falls das vorher rauskommt, was ich mir aber nicht vorstellen kann, werde ich es verlinken. Ansonsten findet ihr es die nächsten Tage auf jeden Fall auf meinem Kanal. Ich mache jetzt ein bisschen grob den Haushalt, also wirklich nur grob. Der erste Raum ist jetzt auf jeden Fall fertig. Die Badewanne lasse ich erstmal da stehen. Die haben wir vorhin schon sauber gemacht. Die wird aber da nicht stehen bleiben. Geschafft, habt ihr gesehen, mein Freund hilft mir gerade fleißig. Er hat jetzt beide Kinder zum Beispiel aufgeräumt, macht jetzt das Aquarium. Die Kinder schlafen gerade unten. Ich muss jetzt mal eine Pause machen. Bei mir ist es so, was heißt bei mir ist es so, aber seitdem ich schwanger bin, trinke ich sehr gerne aus solchen großen Bechern. Ich trinke sowieso eigentlich relativ viel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da reinpassen. Ich glaube 1,2 Liter oder 1 Liter, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist sowas auch praktisch. Wenn man stillt, kann man sich das einfach neben das Bett stellen und die ganze Nacht davon trinken. Da muss man ja sowieso besonders viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Ihr merkt schon, ich bin total außer Atem. Das werde ich mir jetzt füllen. Es wird sicherlich auch, wenn ich stille, immer mein Begleiter sein. Es sei denn, ich finde noch eine größere Flasche, weil die ist leicht kaputt schon. Ich mache mir da jetzt einfach Leitungswasser rein und ein bisschen Saft. Ich werde mir Rotbäckchen dort reinmachen. Kennen wahrscheinlich alle von euch. Das habe ich auch damals von meiner Mama mal bekommen. Da ist viel Eisen enthalten, was für mich aktuell sehr wichtig ist, weil mein Eisenwert relativ niedrig ist. Fertig! Hey, Lilly.
Super. Bettzeit. Felix und Mama sind jetzt bei Oma. Oma macht jetzt nämlich Mittagessen. Normalerweise ist es am Wochenende so, dass wir in Familie verbringen. Das haben wir heute auch gemacht. Aber Felix hat ganz lange geschlafen. Da gab es kein Mittagessen mehr aus Versehen. Das passiert eigentlich nie. Also es ist bis jetzt noch nie passiert. Und da ich eh das Auto von meiner Oma habe, verbinden wir das gleich. Hier gibt es jetzt Grießbrei und ich glaube noch Würstchen hat Oma gemacht. Ja. Ja, genau. Und die anderen, also mein Freund ist jetzt noch da. Das Gute ist, also ihr wisst ja, dass wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen, wo halt viele aus der Familie wohnen. Und am Wochenende verbringen wir immer die Zeit alle gemeinsam im Garten, so gut es geht. Die Kinder spielen. Elias hatte heute auch schon seine Freundin da, wa? Die Freundin war heute schon da. Also wir versuchen Papa halt auch abholen. Ja. Papa holt uns dann ab, wa? Genau. Und die, ja, wir versuchen halt immer, dass die Kinder auch ihre Freunde treffen. Ja, Auto mitnehmen. Wenn ich jetzt schwanger bin, ist es auch so, dass sich ganz viele Leute dann um die Kinder kümmern. Aber ich versuche euch ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was Mama immer so mit den Kindern macht, wa? Grinsebacke. Träumerchen. Mit Wendlendes Träumerchen? Hm? Ja? Nein? Nein! Wollen wir hochgehen zu Oma? Ja. Ja. Gut. Baby, dance the night away. I let my head down if I want. Ich wollte euch nochmal meinen Bauch zeigen. Den Spiegel habe ich nicht geputzt. Das sieht man jetzt super gut. Der sieht so aus. Das ist irgendwie das Kleid, in dem ich lebe zurzeit. In der Schwangerschaft. Und meine Füße. Oh Gott. Es ist einfach super schlimm. Hier liegen übrigens noch die Sachen, die muss ich noch in die Wickeltasche bzw. überhaupt in eine Tasche packen. Ich werde jetzt den Kinderwagen auspacken und da ist auch eine Wickeltasche drin und da mache ich das Ganze dann auch rein. Tada! So, hier ist der Kinderwagen. Felix will gießen, Rasen haben wir auch gemäht. Wir packen jetzt den Kinderwagen aus. Ich bin schon total gespannt. Natürlich kann ich das nicht mehr alleine. Mein Freund hilft mir jetzt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, weil da so ein Buggyboot dabei ist. Da kannst du dich. Mama. Ja, der kann sich Felix nämlich draufsetzen. Na dann, zeig mal deinen Rasen hier. Zeig mal, wie toll du das machst. Oh! Super! Zieh mal deine Hose hinten hoch, bitte, Schatzi. Der Kinderwagen wird jetzt von meinem Freund aufgebaut, ausgepackt. Die Farbe gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist so ein Anthrazitgrau. Der ist übrigens von Bonavie. Ich werde den auf jeden Fall testen und dann euch berichten, wie ich den finde. Also ich habe schon ein paar Vergleiche. Ich hatte einen Hartan Kinderwagen, das letzte Mal einen Nuna Kinderwagen und jetzt den Bonavie. Also ich kann da schon gute Vergleiche ziehen. Also nicht gute, aber auf jeden Fall ein bisschen etwas aus der Erfahrungskiste plaudern. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. Du hast den Rasen gemäht. Wow. Hier auch überall. Wirklich. Deswegen sieht es auch so schick aus.
Felix. Elias badet übrigens gerade im Pool mit zwei anderen Kindern, die hier zu Besuch sind. Oh je. Oh je. Oh je. Der Sofa. Ja, das müssen wir wieder zusammenbauen und dran machen. So willst du fahren? Oh, Elias, was machst du da? Machst du Handstand? Auch weil wir nämlich eben gerade über den Namen des Babys gesprochen haben. Und habe ich gefragt, ob er ihm gefällt. Hat er gesagt, ja, findet er ganz toll. Und Felix findet er auch schön. Und Elias findet er auch schön, den Namen. Aber Castiel, der geschüttelt. Wer das nicht weiß, das sollte, also das heißt, es sollte nicht der Zweitname werden. Aber ich hatte den mal auf der Liste stehen und war davon so begeistert. Aber zum Glück habe ich das dann doch nicht gemacht. Deswegen habe ich nämlich auch den Namen als bei YouTube sozusagen gewählt. Ich kann euch schon mal den ersten Zwischenstand zeigen sozusagen. Das ist ja der Kinderwagenmodus, wenn die Kleinen etwas größer sind, sozusagen der Sportaufsatz. Und hier unten haben wir eine Einkaufstasche und das ist der Fußsack dazu. Ich finde das Leder auch fest. Oh, das fässt sich wirklich sehr weich an, muss ich sagen. Und hier gibt es sogar einen Kaffeebecher, also eine Halterung für einen Kaffeebecher. Und mein Freund baut jetzt noch das Buggyboard zusammen. Und dann machen wir mal diesen Aufsatz drauf. Und jetzt haben wir mal noch den anderen Aufsatz drauf gemacht. Die Babyschale. Und der Kinderwagen, der wird jetzt nach vorne gefahren. Fährt sich auf jeden Fall schon sehr leicht, definitiv. Bei dem Luna war das etwas schwerfälliger, fand ich. Und der ist wirklich sehr, sehr leicht. Aber dazu mache ich dann auf jeden Fall noch mal ein extra Video. Stelle euch den Kinderwagen vor, wenn ich ihn getestet habe. Es macht ja jetzt wenig Sinn, das jetzt schon zu tun. Und ich muss ja mal erstmal noch die ganzen Beschreibungen durchlesen und mich damit auseinandersetzen. Genau so, jetzt gehen wir alle wieder vor und dann werden wir wahrscheinlich bestellen, denke ich mal. Das Buggyboard kann man hier auch festmachen. Die Kinder haben das jetzt beide schon ausprobiert. Das ist bis 20 Kilo zugelassen. Die Wickeltasche habe ich jetzt auch schon mal hier dran gehangen. Und ja, man sieht natürlich, dass da jetzt noch nicht alles fertig ist. Ich muss mir noch durchlesen, wozu das überhaupt alles gut ist. Jetzt haben wir ihn jetzt mit. Wir sind jetzt wieder oben. Haben unten bis jetzt im Garten die Zeit verbracht und haben dort etwas gegessen. Wir haben bestellt. Meistens ist es so, dass wir dann komplett in Familie essen, also große Familie. Entweder bestellen wir dann was oder wir grillen. Und jetzt versuchen wir, die Kinder ins Bett zu bringen. Meistens teilen wir das auf. Jeder nimmt ein Kind und macht das Kind fertig. Felix, Schuhe aus. Komm, wir ziehen Schuhe aus und dann geht's ab ins Bad. Da sind übrigens die Zettel dran, wie viele Tage es noch bis zum ersten Schultag sind an dieser Tür von Elias. Komm, wir ziehen die Schuhe aus. Los! Mit dem Großen? Gute Nacht. Ja, mache ich. Da ist ja ein bisschen Licht, oder? Wirklich? Felix möchte, dass Mama in seinem Bett schläft, da wo ich heute vor aufgewacht bin. Ja, ich habe heute nämlich hier geschlafen, weil alle beiden Kinder bei Papa im Bett geschlafen haben. Genau. Ja, los, krabbel rein. Okay. Möchtest du noch ein Hörbuch hören? Elefant. Elefant? Na dann los. Ja, du auch Elefant hören, Mama. Mama? Du auch Elefant hören, Mama. Ja? Das ist deine Mama. Nicht der drauf? Hey, deine Mama. Die hier für den Kindergarten zu finden sind. Ui. Sehen wir uns mal gründlich um. Zudecken! Meine. Kriege ich noch ein gute Nachtküsschen? Ich normalerweise ist es so, wenn ich jetzt
nicht so extrem hochschwanger wäre, dann würde ich jetzt den Kindern noch was vorlesen, beziehungsweise würden wir uns abwechseln. Also jeder liest dann dem Kind was vor oder spielt noch was Kleines oder ja. Das habe ich jetzt aber eine Weile, also ab und zu mal schon gemacht, aber dadurch, dass ich halt immer so kurzatmig bin, was ja ganz klar ist, ist es dann auch anstrengend, was vorzulesen. Deswegen haben wir jetzt immer Hörbücher reingemacht. Und Elias hat jetzt aber keins, weil er schon erstens so müde war. Er macht ja keinen Mittagsschlaf mehr, so wie Felix. Und er braucht auf jeden Fall auch mehr Schlaf als Felix. Also das merkt man. Also er geht auf jeden Fall eher ins Bett und steht eigentlich später auf. Felix geht später ins Bett und steht eher auf. Ja, also das ist dem Kind angepasst. Er ist jetzt noch so munter, Felix, dass er sich jetzt auch noch Bücher an... Mensch, mein Freund, der schmeißt hier den ganzen Haushalt. Schönheit. Schönheit. Intelligenz. Aber wieso hast du das jetzt so glatt gekriegt? Ach so, weil das jetzt so drüber gezogen wurde. Ich habe jetzt noch die Wickeltasche mit den Sachen hier, damit das auch fertig ist. Und dann kann ich das nämlich zu meiner Kliniktasche stellen. Test jetzt mal das Stilllicht. Ja, guck mal. Ist doch eigentlich ganz angenehm, oder? Mhm. Oder würde dich das in der Nacht stören? Oder beziehungsweise eher gesagt mich. Ist doch total niedlich, ausreichend. Was denn? Trinken. Oh, habe ich vergessen. Hole ich Wasser. Ja? Nee, das geht doch nicht. Hast du schon Zähne geputzt, Schatzi? Michel ist ganz, ganz kaputt. Oh Gott. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. So put your hand in mine. Follow me. Das habe ich jetzt auch schon alles ausgepackt. Dazu werde ich mir dann einfach nur noch mal ein bisschen was durchlesen, wie das funktioniert. Also die ganzen Beschreibungen und das dann sterilisieren. Das mache ich aber heute nicht mehr, denn meine Füße sind schon so angeschwollen, dass ich mich jetzt auch hinsetzen muss. Ich habe hier so eine Schale, die ist von meiner Oma. Und da mache ich immer ein Fußbad drin und dann schneide ich meistens Videos. Ich habe mir hier Meersalz gekauft. Ganz normales, totes Meersalz. Und davon gebe ich ein bisschen dort rein. In die Schüssel, fülle das mit Wasser auf und stelle mir das unter meinen Schreibtisch. Das Wasser mache ich natürlich extrem kalt. Also damit es auch schön angenehm ist, lege noch ein Handtuch drunter. So. Da steht auch noch ein kleiner Snack, ein Apfel und mein Getränk. Ähnlich. Ihr könnt mir gerne auch unten mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so als Schwangere den Tag verbringt. Oder sagen wir als Hochschwangere. Das ist ja doch nur noch ein kleiner Unterschied. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Mal sehen, wie lange es noch bis zur Geburt dauert. Bis dann. Tschüss.